Bestimme die durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit der Erde. Wir nehmen an, dass Ihre Laufbahn kreisförmig ist und dass die Entfernung zwischen Erde und Sonne 150 Millionen Kilometer beträgt. Hier ist die Situation dargestellt und hier die Angaben. Die Revolutionsperiode der Erde um die Sonne beträgt ein Jahr. Das heißt 365,25 Tage mal 24 Stunden mal 3600 Sekunden. Der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer, das heißt 1,5 mal 10 hoch 11 Meter. Wir suchen die Durchschnittsgeschwindigkeit Vm, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Und um die herauszufinden, wenden wir diese Formel an. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gleich zur zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Als zurückgelegte Strecke nehmen wir eine volle Umdrehung, das heißt 2 mal Pi mal Radius r. Und als dazu benötigte Zeit nehmen wir selbstverständlich die Periode. Also berechnen wir 2 Pi r geteilt durch Groß T. Jetzt ersetzen wir r und t durch diese bekannten Werte und somit finden wir als Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr 29.865 Meter pro Sekunde. Das sind unglaubliche 107.500 Kilometer pro Stunde. So schnell düsen wir also um die Sonne.